Gut, danke, Dagmar. Ich möchte gern einige Erfahrungen mit Sie teilen von Kreisverkehr in den Niederlanden, Dänemark und Großbritannien. Zuerst den Niederlanden. Und hier muss ich erklären, dass es nicht nur eine bevorzugte Art der Kreuzungen gibt. Die Bevorzugung hängt ab von der Hierarchie von der kreuzenden Straße. Zum Beispiel bei zwei Wohnstraßen ist die bevorzugt, dass man Mischverkehr hat, dass es ganz verkehrsberuhigt ist, und dann reicht es mit einer einfachen Kreuzung mit Vorfahrt von rechts. Bei einer Kreuzung zwischen einer Wohnstraße und einer Hauptverkehrsstraße ist die bevorzugte Lösung, um das Fuß- und Radverkehr aufgehoben durchzuführen. Dann bei zwei Hauptstraßen sehen wir, dass es einen Bedarf gibt für Trennung von Verkehrsteilnehmern, auch an die Knotenpunkte. Und oft reden wir dann über diese geschützte Kreuzungen. Aber die bevorzugte Lösung für zwei Hauptstraßen sind Kreisverkehr. Und wenn wir nach die Zahlen gucken, sehen wir, dass wir in den Niederlanden ungefähr den gleiche Menge an Kreisverkehre haben als Knotenpunkte mit 16-Jahr-Anlagen. Doch werden sehr viele Knotenpunkte mit 16-Jahr-Anlage heute umgebaut, proaktiv, nach Kreisverkehr. Zum Beispiel diesen hier in Den Haag. Die Anleitung davor sind die Sicherheitsdaten in den Niederlanden. Es sind Untersuchungen gewesen nach dem Umbau von Knotenpunkten, und die hat ausgewiesen, dass Umbau nach einem Kreisverkehr mit getrennten Radwegen eine Verbesserung der Verkehrssicherheit gibt für Radfahrende. Besser als Kreisverkehre mit Radfahrstreifen, besser als Kreisverkehre ohne Radinfrastruktur und besser als Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage. Das sind aber relativ alte Daten. Sie sind von 1995. Und mittlerweile sind sehr viele technologische Innovationen gewesen für Lichtsignalanlagen. Wir haben zum Beispiel heute viel mehr Knotenpunkte mit getrennter Signalisierung. So, das Bild ist vielleicht etwas geändert. Doch haben wir heute nicht mehr als 2% Unfälle mit Fahrrädern an Kreisverkehr. Einige Herausforderungen mit Kreisverkehr in den Niederlanden. Eine große Herausforderung ist die Uneinheitlichkeit der Gestaltung. Zum Beispiel die Form der Radwege ist nicht immer rund. Die Regulierung von der Vorfahrt unterschiedlich sich von Gemeinde zu Gemeinde. Es gibt Gemeinden, wo man Priorität gibt an Radverkehr, aber es gibt auch Gemeinde, wo man Priorität gibt an Autoverkehr. Dann gibt es relativ viele Kreisverkehre, wo es zwei Richtungsradwegen gibt. Nur 45% der Kreisverkehre in den Niederlanden haben nur ein Richtungsradwege. Und das alles macht, dass die Sicherheitsdaten sehr schwer zu vergleichen sind. Und dabei kommt auch noch, dass oft die Verkehrsmenge nicht beobachtet wird. Dann Dänemark. In Dänemark ist die Erlebung, dass Kreisverkehre die Sicherheit für Radfahrenden eigentlich verschlechtern. Das steht gegenüber die Erfahrungen von den Niederländern. Aber warum? Das hat zu tun mit der Richtlinien in Dänemark. Und in Dänemark steht in der Richtlinie Kreisverkehre immer eigentlich mit Radfahrstreifen. Ist ein Resultat von einer Studie von 2012, wo auch ein Vergleich gemacht ist zwischen dem Umbau von Knotenpunkten nach Kreisverkehr. Und diese Studie hat aufgewiesen, dass die Verkehrssicherheit von Kreisverkehr mit Radfahrstreifen eigentlich die Verkehrssicherheit verschlechtert. Aber das ist nicht die vollständige Schlussfolgerung dieser Untersuchung. Die gleiche Studie hat gezeigt, dass Kreisverkehre mit getrennten Radwegen die Sicherheit verbessern. Aber in Dänemark gibt es eigentlich nur Kreisverkehre mit getrennten Radwegen, wo Radfahrenden
das Autoverkehr den Vortritt lassen müssen. Also immer noch schwer zu vergleichen. Kreisverkehre mit Radfahrstreifen haben einige Herausforderungen. Und eine wichtige Sache ist, dass Radfahrenden eigentlich sehr schnell im toten Winkel gelanden. Dann ist es auch, dass die Nähe zwischen den Verkehrsteilnehmern bedeutet, dass das auch relativ geringe, eigentlich keine Zeit gibt, um aufeinander zu reagieren. Es gibt keine Marge für Fehler. Das hat auch zum Resultat, dass viele Menschen sich eigentlich nicht sicher fühlen und diese Radinfrastruktur so nutzen. Und sie wählen einen anderen Weg oder vielleicht einen anderen Verkehrsmittel. Dann Großbritannien. Hier haben sie auch Kreisverkehre mit getrennten Radwegen introduziert, zum Beispiel hier in Cambridge. Und ja, das ist eigentlich ganz neu für Großbritannien. Der Praxis in Großbritannien ist, um Radwege vorher einen Kreisverkehr zu beenden. Und hier sehen Sie das Unterschied zwischen der alten und der neuen Situation. Die Ergebnisse waren, dass es vor Verkehrsteilnehmern sehr, sehr neu ist. Sie sind das noch nicht gewohnt. Eigentlich meistens für Autofahrer war das sehr schwierig, dass sie auch andere Verkehrsteilnehmer beobachten müssen. Sie mussten den Vortritt lassen an zu Fuß gehen und Radfahren. Gleichzeitig erkennen Sie auch, dass das Sicht verbessert ist, Sicht auf Verkehrsteilnehmer und dass es einfacher war, um aufeinander zu reagieren. Aber das Auffälligste ist, dass diese Gestaltung hat resultiert in einem höheren Anteil zu Fuß gehen und Radfahren. Bis 50% mehr Radfahrenden und bis 30% mehr zu Fuß gehen. In Deutschland kennen wir uns noch nicht so viele Kreisverkehre mit getrennten Radwegen. Vielleicht, wenn Sie einige Beispiele kennen, können Sie das im Chat teilen. Markus Franke wird auch in seinem Vortrag auch den Perspektiv von Deutschland auf Knotenpunkten teilen. Zusammengefasst können Kreisverkehr mit dem richtigen Design ein Motivierung sein, um Menschen zu bewegen, öfter zum Fuß und mit Rad unterwegs sein, statt mit dem Auto. Und wenn mehr Menschen diese Bewegung machen, bringt das sehr viele Vorteile für Sicherheit, für Gesundheit und auch für das Klima.